Hallo und willkommen in meiner Küche, genauso auch in Woche 13 der Nur was ich mag Challenge. Und letzte Woche haben wir bereits einen ganzen Raum finalisiert, es war das Schlafzimmer. Und heute geht es eben an die Küche und da haben wir bis jetzt noch nicht wirklich was vorgearbeitet, weshalb selbst diese kleine Küche für mich jetzt wirklich eine Herausforderung war, da es doch einige Baustellen gab und die gehen wir zusammen durch. Hier seht ihr jetzt unsere kleine, aber feine Küche. Ich bin total glücklich mit der Größe. Ich habe eigentlich alles, was ich brauche und auch von der Ablagefläche reicht es, wenn man nicht alles vollstellt. Und dazu neigt man halt einfach, wenn man anfängt, Dinge hinzustellen. Sowas wie ein Messerblock und dann noch ein paar Utensilien oder vielleicht gar Deko. Ich hatte schon auch Dekoartikel hier in der Küche stehen und immer ist wieder alles zugestaubt. Und ich habe mich jetzt darauf besinnt, dass ich eben nur praktische Sachen dastehen habe, damit ich auch nicht so viel abstauben muss. Und habe nach und nach alles reduziert. Ich habe vor einigen Monaten schon mal mit euch in der Küche ein bisschen angefangen und habe da zum Beispiel Gläser aussortiert oder auch eben die Dekoartikel. Und ja, es hat sich natürlich gezeigt, dass da immer noch zu viel rumstand. Ich finde, das ist auch das Schöne an Nur was ich mag, dass man sich eben bei der ganzen Geschichte besser kennenlernt und Stück für Stück sich dem annähert, was einen eben glücklich macht und alles, was belastet, ihm wegkommt. Und ich fühle mich einfach total befreit jetzt auch. Ich stehe jetzt gerade aktuell schon in meiner fertigen Küche und ihr seht jetzt eben parallel, wie ich daran arbeite. Ich bin zum Beispiel die ganzen Schubladen hier nochmal durchgegangen. Da habe ich über die letzten Wochen immer wieder gemerkt, dass sind Sachen drin, wie zum Beispiel Tupperwaren, die so alt und verfärbt waren, dass ich es als so unattraktiv empfunden habe, dass ich keine Lust mehr hatte, daraus zu essen. Aber dadurch, dass wir jetzt einen Hund haben, habe ich mir gedacht, ich muss den nicht direkt irgendwie wegschmeißen, weil sie sind ja alle für sich noch gut. Und mein Hund stört nicht, wie die aussehen. Deshalb habe ich das jetzt einfach genutzt, um zum Beispiel Leckerchen reinzumachen. Und was mir sehr viel Spaß gemacht hat, mal wieder durchzugehen, waren meine Gewürze zum Beispiel. Da habe ich jetzt drauf geachtet, wenn sie abgelaufen waren, habe ich auch immer dran gerochen und sie mir angeschaut, die Gewürze und die Kräuter, weil es muss nicht, obwohl es abgelaufen ist, gleich schlecht sein. Nur wenn halt der ganze Geschmack schon bereits raus ist oder die Kräuter komisch angelaufen sind, dann habe ich sie halt doch weggetan. Und ich habe auch gemerkt, dass ich manche einfach nicht gern benutze, manche Gewürze. Und die werde ich entsprechend auch nicht nachkaufen. Aber ich habe mir auch eine Einkaufsliste gemacht. Ich werde mir zwei nachkaufen, definitiv. Die waren nur schon sehr lange abgelaufen. Ich glaube, 2015 stand da drauf. Und entsprechend mussten die leider gehen. Dann haben wir hier oben ja auch eine kleine Ablage, wo auch unser Kaffee drauf ist und unser Obstständer und so weiter. Und da war mir immer zu viel Zeug drauf. Und da waren auch Sachen, die ich nicht gern gegessen habe. Das habe ich jetzt auch weggetan. Und ich habe alles, was noch gut war, nicht einfach weggeschmissen, sondern geschaut, wem ich es geben kann. Aber ich habe tatsächlich hauptsächlich Sachen jetzt aussortiert, die nicht mehr genießbar waren, die schon länger abgelaufen waren, wie gesagt. Gerade auch zum Beispiel bei den Konserven bin ich alles mal durchgegangen und da hatte ich noch alte Konfitüre und alte Schokolade drin. Und ich weiß nicht, ich erinnere mich auch, dass ich mal von dem Pack von den Schokoladen damals Bauchschmerzen bekommen habe. Deswegen, ja, so ein paar Sachen. Ich bin kein Freund davon, Lebensmittel wegzuschmeißen. Aber es macht halt auch keinen Sinn, dann abgelaufene Sachen irgendwie zu behalten. Und unser Kühlschrank, der ist eigentlich immer auf dem aktuellen Stand. Da geht auch mein Mann immer regelmäßig durch. Und wir haben unter der Spüle schon bereits aussortiert gehabt. Da habe ich alles sortiert, dass die Putzmittel schön greifbar sind. Und an vielen anderen Stellen habe ich mich so drauf gefreut, was zu verändern. Wie zum Beispiel in der Schublade mit den ganzen Kochutensilien, wie Kochlöffel und so weiter. Das war ein pures Chaos und jetzt ist alles so schön sortiert und die Schublade habe ich tatsächlich schon vor einer Weile gemacht und die sieht immer noch so gut aus, weshalb sich das System für mich auf jeden Fall bewährt hat. Und die Schublade daneben mit der Waage und so weiter, das war auch so ein großer Dorn in meinem Auge, weil ich einfach da drin immer hin und her alles geschoben habe. Ich habe mich oft verletzt an den blöden Folien abrissen von diesen Kartons und die braucht man einfach nicht, weil die funktionieren eh nicht richtig und deswegen habe ich das jetzt alles schön eingeordnet und auch mal alles wieder komplett durchgeputzt, durchgewischt und auch die Geschirrtücher mal wieder ausgetauscht, Mülleimer geleert, gelüftet. Und eine Sache, die jetzt auch noch auf meiner Einkaufsliste steht, ist definitiv ein neuer Basilikum, denn unserer ist uns jetzt leider vertrocknet und auch irgendwie hat er so einen Befall bekommen mit so dunklen Pünktchen, ich weiß es nicht, und da ich es halt auch essen möchte, habe ich gedacht, okay, der bringt es nicht mehr viel, da kommt einfach dann wieder ein neuer hin, leider. Also, falls ihr da Tipps habt, wie man die besser erhalten kann, schreibt sehr gerne in die Kommentare.
In der Küche achte ich besonders darauf, dass ich wirklich nur praktische Dinge da stehen habe. Dinge, die ich mag, die ich gern esse, die ich gern benutze, die funktionieren. Das finde ich ganz, ganz wichtig. Ich habe zum Beispiel auch zwei Elektrogeräte schon aussortiert, die sozusagen eigentlich erst später dran wären in der Elektrosparte. Aber es sind für mich Küchengeräte, deswegen mache ich es heute mit. Weil zum Beispiel diesen Mixer, den haben wir jetzt seit 4 oder 5 Jahren und haben ihn einmal benutzt am Anfang und seither nie mehr, weil es mir einfach zu aufwendig war, immer das Ganze zu putzen. Und der Behälter war auch zu klein für die Menge an Flüssigkeit, die wir da gerne hätten mitmachen wollen. Und der Eierkocher, der ist so unglaublich laut, dass wir uns zu Tode erschrecken. Und deswegen haben wir auch den jetzt aussortiert. Und ich denke, die werde ich einfach spenden, die beiden Sachen. Macht jetzt auf jeden Fall Vorher-Nachher-Fotos, wenn ihr jetzt auch gleich in die Küche stürmt und Hand anlegt und euer Reicher schafft, wie ihr es gern hättet. Da würde ich mich sehr darüber freuen. Gerade auch mit dem Hashtag nur was ich mag, dann seid ihr nämlich automatisch auch ein Teil der Webseite nurwasichmag.de. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne nochmal hier in der Playlist reinschauen für mehr Motivation in Sachen aussortieren, aufräumen, putzen und organisieren. Und hier unten könnt ihr kostenlos meinen Kanal abonnieren, weil es immer noch bis Ende 2017 jeden Samstag ein nur was ich mag Video von mir geben wird. Und ich wünsche euch alles noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Ciao!